Hallo Leute, ich möchte euch heute mal wieder eine neue Pflanze vorstellen. Diesmal geht es um einen Baum. Es geht heute um Baobab-Baum. Der ein oder andere hat diesen Begriff schon mal gehört oder auch unter einem anderen Namen, und zwar den Affenbrotbaum. Der Affenbrotbaum ist ein ganz wichtiger Baum, weil er sehr vielfältig ist und deswegen hat er auch den Spitznamen Baum des Lebens. Dieser Baum des Lebens wird bis zu 25 Meter lang und kann auch bis zu 1000 Jahre alt werden. Das Geheimnis dieses Baumes ist, dass er einen sehr dicken Stamm hat. Dieser dicke Stamm speichert während der Regenzeit sehr viel Wasser in sich und auch Nährstoffe. Diese Nährstoffe werden dann gebraucht in der Dürrezeit, um dann auch die Frucht bis zum Ende ausreifen zu lassen. Die Frucht des Baobabs hat die Form oder auch die Größe einer Kokosnuss und innen drin ist sie weiß und dieses weiße Fruchtfleisch umgibt einen braunen Kern, der eine ganze Menge Öle enthält. Die Baobabfrucht reift und trocknet am Baum selber. Also es ist die Frucht, die jetzt nicht abfällt, wenn sie überreif ist, sondern die reift und trocknet und man verwendet sie eigentlich nur im trockenen Zustand. Verwendungsbereiche, wo das gebraucht wird, ist unter anderem in der Kosmetik, bei Hautcreme, Pflegeshampoos, Pflegecreme. Unter anderem wird das benutzt als Gewürz oder die Blätter auch als Medikamentenersatz oder es wird dann vorhin auch Medikamente hergestellt. Die Baobabfrucht selbst wird auch als Nahrungsergänzungsmittel genutzt, da es eine ganze Menge Vitamine und Mineralstoffe enthält. Heute möchte ich euch die Baobabpflanze oder die Baobabfrucht mehr bezogen auf die Anwendung bei einer speziellen Krankheit, und zwar bei Arthrose und auch bei entzündlicher Erkrankung des Gelenks. Was heißt denn Arthrose? Arthrose ist ein Krankheitsbild, was entweder vererbt wird oder über eine Überbelastung der Gelenke entstehen kann. Wie zum Beispiel über irgendwelche Sportarten, die nicht geeignet sind und Bewegung oder langes Stehen. Ja, Arthrose, und zwar, wir haben bei den Gelenken in der Mitte des Gelenkes eine Flüssigkeit. Diese Flüssigkeit nennt sich Synovialflüssigkeit. Die Synovialflüssigkeit sorgt für die Geschmeidigkeit der Gelenkbeweglichkeit. Und dann unter der Synovialflüssigkeit ist ein Knorpel und diese beiden, also und zwar die Synovialflüssigkeit verschwindet als erstes durch die ständige Belastung und dann kommt es zum Knorpelschaden und dann zum Schluss Knochen auf Knochen. Und das alles führt dann dazu, dass wir eine Bewegungseinschränkung in den Gelenken haben. Was hat jetzt eigentlich Baobab mit diesem Krankheitsbild zu tun? Und zwar ganz einfach, Baobab enthält Polyphenol. Und Polyphenol ist ein Pflanzenstoff. Dieser Pflanzenstoff sorgt für die Färbe- und Geschmackgebung einer Pflanze. Aber hier, speziell bei Baobab, ist das jetzt ein Antioxidantsmittel. Dieses Antioxidantsmittel ist eigentlich in der Pflanze selber, sorgt für die Immunabwehr der Pflanze gegenüber Schädlinge. Und eben unser menschlichen Körper hat es die Wirkung, dass es entzündungshemmend ist. Und diese entzündungshemmend wirkt sich natürlich auch auf die Synovialflüssigkeit, auf den Knorpel, wenn er dann entzündet ist. Und die Entzündung löst bei uns im Körper natürlich eine Anschwellung der Gelenke. Das bedeutet, auf die Wirksamkeit gesehen, dass Baobab sorgt dafür, dass wir keine Entzündung haben, mit den Entzündungszeichen von Rötung, Temperaturerhöhung und Schwellung. Die verschwinden dann bei regelmäßiger Einnahme. Es ist wichtig, dass man jetzt nicht Baobab als dieses Wunderheilmittel, und zwar wenn wir uns in der Arthrose im Endstadium befinden, sondern das muss schon rechtzeitig eingenommen werden, um von Anfang an diese Entzündungsprozesse hemmen zu können. Auch bei anderen Krankheiten, wie zum Beispiel
Arthritis, Allergien oder andere entzündliche Erkrankungen im Körper, rheumatische Erkrankungen, wirkt die Baobabfrucht sehr positiv. Bei der Einnahme, wie sollte man das machen? Also Baobabfrucht, das ist dadurch, dass ich vorher schon gesagt habe, das ist dann eine getrocknete Frucht und das ist in Form eines Mehls. Dieser Mehl wird dann in Joghurt gesteckt und dann in diesem Joghurt verrührt. Oder man kann das dann auch in Milch, im Wasser auflösen. Oder einfach auch einfach als in eine Müsli gemeinsam dazu essen. Manche Menschen nehmen das auch in Smoothie-Form. Das heißt, man nimmt ja eigentlich 2 bis 3 Esslöffel und verrührt das gemeinsam. Ja, es hat einen süß-sauren Geschmack. Und es ist eigentlich ein ganz angenehmer Geschmack. Es ist nicht bitter. Und wenn das eine süße, gut ausgereifte Frucht ist, die ist wirklich richtig schön süß. Ja, endlich mal etwas zu essen, was nicht bitter ist, was gut für die Gesundheit. Ja, also wenn ich euer Interesse geweckt habe, geht mal ran, schaut euch die Baobabfrucht an. Die gibt es mittlerweile auch in vielen Läden zu kaufen, übers Internet gibt es sie zu kaufen. Und wer Connection nach Afrika hat, umso besser kann sie sich die ganze Frucht ranholen. Ich wünsche euch was beim Ausprobieren und tschüss!